Einmal daneben schießt Anna Weidel, die 25-Jährige, sehen wir hier am Start. Ja, und sie so ein wenig im Kampf um den Startplatz für die kommende Woche mit Juliane Frühwirth, der wir am Ende noch sehen werden. 7 Startplätze ja durch das persönliche Startrecht von Vanessa Vogt. Aber in der kommenden Woche dann werden es nur noch 6 sage Langläuferin. März 2020 hat sie ihren Wechsel bekannt gegeben zum Biathlon. Aber jetzt bleiben wir zunächst einmal bei Anna Weidel, die hier reinkommt zu ihrem abschließenden Schießen. Ja, auch sie, stark alles getroffen. Besser geht's nicht. Nein, sie kann noch unter die ersten 8 auf alle Fälle kommen. Ja. Und wir wollen immer wieder betonen, Qualifikation für die Olympischen Spiele. Einmal Top 8, zweimal Top 15. Ja. Komm, Anna. Puls geht hoch beim Zuschauer, mir. Komm. Ja, sie kämpft. Richtig so. Aber jetzt auch treffen. Bitte. Ja, bravo. Und unter den 50 Athletinnen, die bis jetzt lang 4-mal geschossen haben, ist sie erst die zweite, die alles trifft nach Markéta Davidová. Unglaublich, mit welcher Stärke im Kopf sie das auch gelöst hat. Dass sie sich Zeit nimmt da nochmal. Das musst du erstmal bringen. Und wie oft sehen wir das dann schief gehen? Herrlich gemacht, super Anna Weidel im ersten Wettkampf schon gleich mal ein richtig gutes Ergebnis gebracht. Ob es zum Schluss für die Quali direkt reicht, muss man sehen. Der Schießrhythmus gut und jetzt fängt sie an zu kämpfen. Hat sie vielleicht nachgedacht? Man weiß es nicht, aber die Angst, kämpft. Die Angst vom, letzten, vom letzten Treffer bei 20 Schuss. Boah. Wunderbar, Anna. Ja, stark. Und damit hat sie ein klares Ausrufezeichen gesetzt, hier weiter dabei bleiben zu können. Auch in der kommenden Woche. Anna Weidel, die 25-Jährige. Was uns einen kleinen Hinweis gibt für die Sprintrennen. Ja. Wird ja viel übers Laufen gehen da. Ja, da wird Öberg in hohem Tempo, 7,5 Kilometer. Ja. Und Hanna Öberg dritte, Braisas Bouget vierte und Franzi, wie gesagt, fünfte. Also Hermann 12. 1,36 zurück. Aber wir haben gesagt, da kommt die Spritzigkeit durch die Wettkämpfe. Und die Rennanteilung hat ja gepasst, so wie sie dann am Ende im Moment noch auf Rang 3 ist. Und wir schauen mal, wohin führt der Weg von Anna Weidel. Siebte im Moment, unglaublich stark. Christian Mehringer haben Sie da kurz gesehen, rechts am Bildrand. Das ist diese Zone, wo die Trainer stehen können. Nochmal eine kleine Motivationsschub geben. Richtig, klasse. Und der Sprung schnell rüber. Anna Weidel hat es halten können, die Platzierung, die wir in der Zwischenzeit schon gesehen haben. Mit ihrem blütenweißen Trefferbild am Ende momentan 7. Rang. Einfach nochmal über dich hinauswachsen. 8 Sekunden von der Zielgerade. Oh ja, das wird ganz knapp. Ja, ja. Also auch sie heute über dieses gute Schießen mit nur einem Fehler. Rezová also jetzt auf Rang 8 gesprungen. Die beiden Athletinnen Kalkenberg und Rezová haben Weidel auf Rang 9 geschoben. 0,9 Sekunden direkt an der Quali vorbei. Das ist ärgerlich. Das tut weh. Ja. Ja. Gerade der Einzelwettkampf. Es gibt ja nicht so viele Einzelwettkämpfe, wo man das ausspielen kann. Trotzdem ganz hervorragend, herzlichen Glückwunsch an Anna Weidel. Ganz genau, und den kann Nils Kaben von uns beiden hier sofort weitergeben. Bitte. Das mache ich gerne. Herzlichen Glückwunsch zu einem tollen, vor allem fehlerfreien Wettkampf. Danke. Ist es für Sie am Ende jetzt ärgerlich, dass die direkte Olympia-Quali um weniger als eine Sekunde verpasst wurde? Ja klar, es ist ein bisschen ärgerlich, aber wenn man sieht, wo ich die letzten 2 Jahre war, bin ich froh, dass ich ein Top-10-Ergebnis wieder mal geschafft habe. Wie haben Sie das angestellt heute, komplett fehlerfrei zu bleiben? Ja, ich habe da ein bisschen Motivation gehabt, weil unsere Ärztin hat gesagt, bei 4x0 geht es in Eisbaden. Und das werden wir die nächsten Tage noch machen müssen. Ist es eine Frage der Nerven? Ja, also beim letzten Schuss, da habe ich relativ lang gewartet und da habe ich schon kurz mal angefangen nachdenken und habe schon zittern angefangen. Aber als Schießen liegt man zur Zeit ganz gut und deshalb habe ich das, glaube ich, halt ganz gut hingekriegt. Was sind Ihre Hoffnungen und Wünsche für diese olympische Saison? Ja, in erster Linie möchte ich natürlich dabei sein bei Olympia. Das wäre dann nicht einfach. Ich habe mich beim Laufen relativ schwach gefühlt. Das letzte Woche bei der Quali deutlich besser gegangen. Ich hoffe, dass man im Laufe der Rennen jetzt immer besser geht und dass ich auch läuferisch einen Zacken zulegen kann
Und wenn Schießen so bleibt, dann bin ich da recht zuversichtlich. Wann muss die Ärztin ins Eis? Wann haben wir noch nicht ausgemacht, aber ich schätze mal, vielleicht am Ruhetag am Montag. Bringen Sie uns ein Foto mit. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Danke, servus. Auf die Siegerin Markéta Davidová, also Gratulation, dritter Weltcupsieg. Die Weltmeisterin in dieser Disziplin hat sich auch heute durchgesetzt vor Lisa-Therese Hauser. Starke Leistung auch von Denise Herrmann mit der Luft nach oben, wie sie es beschrieben hat. Das macht viel, viel Hoffnung für die Saison. Alim Bekava auf 4, Anna Weidel, zweitbeste Deutsche, auf Rang 9.